Hajis Lee hat so ein 4-Grad-Läufter-Spiel, Paderborn gegen Borussia Dortmund. Es ist die 70. Minute und vor ungefähr 10 Minuten hat Jadon Sancho ein Tor geschossen. Das war das 2-0, aber ganz davon abgesehen, dass es tatsächlich mal eine der wenigen guten Aktionen in diesem Spiel war, ist viel wichtiger der Jubel von Sancho. Und zwar hat Sancho sein Trikot ausgezogen und auf seinem Unter-T-Shirt stand Justice for George Floyd. Der Afroamerikaner, der ja auf mehr oder weniger auf offener Straße von einem Polizisten hingerichtet wurde. Ich finde, es ist eine gute Message von Sancho, dass er diese Reichweite hat, die gerade, oder diese Reichweite nutzt, die gerade auf dem Fußball ist, da so viele Leute darauf gucken und einfach auch mal diese Message nochmal verbreitet, weil so viele Leute vom Fußball gucken. Wenn ich der Schiedsrichter, ich hätte nicht unbedingt eine gelbe Karte gegeben. Ich hätte keine gelbe Karte gegeben, weil es ist ja im Prinzip eine gute Sache. Und dann kann man auch mal davon absehen, dass da jemand eine Regel sozusagen mit missachtet, mit dem eigentlichen nicht gestatteten, sei, dass es eigentlich ja nicht gestattet ist, dass man das Trikot auszieht. Würde ich einfach mal an dieser Stelle drüber hinwegsehen. Hat der Schiedsrichter nicht gemacht, kann man sich jetzt drüber streiten. Aber ich würde sagen, es ist eine gute Message von Jadon Sancho, das ist was Wichtiges, das soll verbreitet werden, weil das absolut einfach nicht geht und auch in der heutigen Zeit eigentlich gar nicht mehr vorkommen sollte, solche so unangenehmen Events, das einfach auch so viel Aufmerksamkeit erregt. Das war es eigentlich auch schon von mir. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr eine gelbe Karte gegeben hättet. Ich persönlich nicht, aber ja.